Natürlich. Ja, ehemaliges Wolfsjagdgebiet, und Katzen tun sich da eigentlich gar nicht drinne wohl. Von dem Art des Miauens, des Fauchens, des, du würdest sagen, Luchse. Und die haben auch in einem Wolfsgebiet überhaupt nichts verloren. Aber es waren vier Luchse. Die sind nicht unbedingt gefährlich und die greifen auch keine Menschen an, aber die sind sehr neugierig. Ach, dem Laut, den die Vorsen sich gegeben haben, könnten dabei um Luchse handeln, aber wir sind einer. Vielleicht haben sie sich hierher vorgewagt, weil die Wölfe aus diesem Gebiet verschwunden sind. Habe ich euch das erzählt? Wir befinden uns hier mitten im Wolfsgebiet. Ohne Wölfe. Ohne Wölfe. Ja, dann wäre immer noch die Frage, warum die weg sind. Und wie alle anderen Tiere. Genau. Wissen wir nicht. Nein, wissen wir Braucht nicht. noch jemand das Licht? Nee. Legen wir uns wieder schlafen bei Mithril. Ja, dann schnippt Kasim, es wird dunkel und er geht auch dann relativ fix wieder rein. Ich hoffe, das war die letzte Unterbrechung. Ja, So ich könnt ihr hoffe euch auch. wieder hinlegen und nach 2, 3 Stunden die Wache wechseln. Das heißt, Ado legt sich hin, genauso wie Tau. Kasim und Ronga werden geweckt. Ihr könnt erkennen, wie sich der Nebel weiter verdickt, und in der Mitte der Nacht werden alle wach durch das laute Jaulen von Mara. Noch während unserer Wache dann. Ja, in der Mitte der Nacht, während Kasim und Ronga Wache halten. Alle werden wach durch das laute Jaulen. Mara, was ist denn? Zum zweiten Mal in der Nacht wird nach dem anderthalb Händler gegriffen. Mal zu Kasim geguckt, ob er auch für alle Individualitäten bereit ist. Ja, Kasim hat den Stab in der rechten, öffnet mit der linken gerade die Tür und späht mal aus dem Dicke Türschlitz. Suppe, die ins Innere des Hauses wabert. Ihr könnt keinen einzigen Meter weit blicken. Kasim, ist das normal? Ist das der Kanäbel? Kann solcher Nebel natürlich vorkommen oder ist das mehr so? Er ist wirklich dick. Also er kommt eher seltener natürlich vor, solcher Nebel. Bin ich jetzt zwar an einem Fluss? Bitte? Wir sind jetzt zwar an einem See, aber so dick? Habe ich noch nicht auf natürlichem Wege erlebt. Während du an der Tür stehst, kannst du wohl spüren, wie irgendetwas an dir vorbeitastet, und dann könntest du sehen, wie Mara direkt an die Ecke eines der Häuserwände gekrochen ist, sich so klein wie möglich gemacht hat, den Schwanz eingekniffen und nur noch leise wimmert. Ja, dann wird die Tür wieder zugedrückt. Könnt ihr was gegen den Nebel machen, Kasim? Wenn es normaler Nebel ist, ja, das dauert aber. Die Tür lässt sich schließen, oder? Die Tür lässt sich schließen. Ja, dann danach stellt man sich mal in eine andere Ecke des Raumes und zieht mal einen Odem. Sichtbereich. Wieder Zeit lassen. Sekunde, wie ist das erschwert? Ich bleib so lange bei dem Hund. Ah, das ist ein 45-Grad-Kegel, das bringt mir nichts. Dann mache ich Odem Umgebung. Sichtbereich bringt dir ja eigentlich auch was. Du Nebel ist ja überall. Na, es ist misslungen. Kannst du ja chip. Du hast jetzt Zeit? Achso, nee. Du versuchst, die Tore aufzustoßen, die Matrix vor deinem Auge zu verformen, und du weißt, dass der Zauber nicht geklappt hat, aber du weißt nicht, ob der Nebel magisch ist. Währenddessen die Hallo. anderen. Hallo. Ja. Sieben. Sieben schaut sich gerade den Nebel an. Er will wissen, ob das magisch ist. So sagt er zumindest. Wir müssen mal rausschauen, wie dick der ist. Man kann keinen Schritt weit sehen. Das kann nicht normal sein. Oh, du bist doch auch ein Magier wie Kasim. Denke ich, verfolge andere Schulen als er, aber ja.
Ich leg mal ganz grob Tau die Hand ins Gesicht, knapp auf den Mund, nachdem Ardo da sagt. Bei Adare, wollen wir schlafen oder nicht? Es ist nur Nebel. Auch wenn ihr jung seid, aber das solltet ihr mittlerweile gelernt haben. Bringt einen Hund zur Vernunft. Nicht nur Nebel. Ardo schlägt nicht an, ohne einen Grund. Ich nehme die Hand wieder von Taus Gesicht weg, wenn Ardo jetzt nicht direkt was uns auf eine Gefahr aufmerksam machen möchte. Ja, aber du siehst, dass er dich böse anfunkelt. Die Sturmleuen ist mit uns. Soll die Sturmleuen mal dafür sorgen, dass der Nebel abhaut? Ardos Hund hat uns bisher noch nicht in die Irre geführt. Blaues Tier. Was nehme ich denn so wahr? Potenziell tödlich. Da ist irgendwas draußen. Ich spür's auch. Irgendwas da draußen. Boah, ich kann mich in letzter Zeit nicht auf meinen Instinkt verlassen. Meiner funktioniert noch tadellos. Wollen wir rausgehen und anfangen? Ich glaube, das bringt nichts, aber... Hier drin sind wir fast am sichersten. Draußen sehen wir nicht wirklich weit. Und bei Nebel und in der Nacht. Nein, nein. Macht ein Feuer an. Dort drüben ist der Kamin. Solange Kasim nicht sagt, dass er was gegen den Nebel tun kann, dann sollten wir auch nicht rausgehen. Aber ein Feuer? Wirklich? Wenn da draußen etwas ist und es noch nicht auf uns aufmerksam geworden ist, dann wird es spätestens durch den Rauch oder ein Licht aus dem Haus raus auf uns aufmerksam werden. Ich also, denke, was sagt ihr, junger Kasim? Junger Kasim, was sagt ihr? Ist dieser Nebel magisch? Lauert da draußen Gefahr oder nicht? Magisch konnte ich nichts wahrnehmen. Aber ich kann versuchen, den Nebel zu bekämpfen. Ihn zum Abregnen zu zwingen. Oder in die Wolken zurück. Das dauert allerdings einen Moment. Mach ruhig. Nicht, dass wir hier so schnell rausgehen wollen. Ja, Kasim stellt sich tatsächlich in die Mitte des Raumes oder so. Überall ein bisschen Platz hat. Konzentriert sich dann. Spricht eine urtulamitische Formel. Und beginnt dann, sich langsam einmal um die eigene Achse zu drehen, mit ausgestreckten Armen, das sieht ein bisschen blöd aus, und dann nochmal, und währenddessen ziehe ich eine Wettermeisterschaft, Zauberdauer verdoppeln, das sind dann 10 Minuten, und im Prinzip möchte ich den Niederschlag auf trocken ändern, Schwül oder Nebel wäre die nächste Kategorie, und den Bewölkungsgrad auf klar. Jetzt müsste ich wissen, wo wir aktuell sind. Ja. Bei der Bewölkung. Würfel mal. Wettermeisterschaft. Er braucht ja die Erschwernis. Ja, würfel trotzdem mal die Wettermeisterschaft. Genau. Dann würfeln wir mal mit Zeitlassen. Falsche Richtung. Das dauert ja 10 Minuten. Wir haben uns das Gebäude sicherlich schon angeguckt. Haben wir Hinter- und Vorderausgang oder nur Vordereingang? Ihr habt einen Vordereingang und mehrere Fenster, die ihr natürlich auch verbarrikadieren könntet, aber ansonsten nur einen Eingang. Einen Eingang? Gut zu verteidigen. Und ist Mobiliar da, womit wir die Fenster tatsächlich mal fabrizieren können? Ja, es gibt da so einen Schrank, den könnt ihr dann so über die Holzbohlen knarrend, quietschend ziehen, das geht. Und noch so ein Bett, was ihr davor werfen könnt, da wäre noch genug da. Ich mal das machen. Ronga schaut zu Ardo, haben wohl dieselbe Idee. Und so läuft Ronga Richtung Bett, um das am einen Ende zu packen. Und im besten Fall mit Ardo hochzuheben, damit es nicht allzu viele Geräusche macht. Und dann seitlich hochkant an eins der Fenster zu stellen. Dasselbe wird dann nochmal mit dem Schrank gemacht. Aber da
ist es leider nicht so möglich, ohne Geräusche zu machen, außer, oder wahrscheinlich ist der Schrank leer. Ich gehe mal davon aus, kräftige Männer wie Ronga und Ardo können den Schrank auch ein wenig anheben, dass er über den Boden schleift. Kasim wird so ein bisschen gestört in seinem Drehen, in seiner Bewegung, tanzt da so ein bisschen hin und her und zieht dann mit seinen Füßen durch den Staub irgendwelche tulamitischen Runen, bis er dann fertig ist und in sich im Raum umblickt. Alles um ihn herum ist ein bisschen dunkler geworden, weil jetzt Schränke, Betten und irgendwelche anderen Regale vor den Fenstern stehen und auch die Tür ist verbarrikadiert. Das ist kein Nebel. Wie? Was meint ihr? Das ist kein Nebel. Die Wettermeisterschaft ist eine Formel, die das Wetter verändert. Wenn das... Aber im Verhältnis zu dem, was man erzeugen will, nichts zu verändern gibt. Naja, dann wirkt der Zauber nicht. Er hat nicht gewirkt. Was wir dort draußen sehen, ist kein Nebel. Dazu Tau geschaut. Hättet ihr die Güte... Ich würde auch versuchen, meinen Odem zu wirken. Dann lasse ich mir Zeit. Das heißt, ich... Ja. Caste den normal, weil überall ist Nebel. Odem Arcanum Senserei. Weht hier ein Hauch von Zauberei. Mit einem Punkt geschafft. Das sagt mir nur, ob es magisch ist oder nicht. Du konzentrierst dich ein bisschen, starrst und stierst durch die wenige Spalte nach draußen. Jetzt, wo die Fenster verbarrikadiert sind und die Tür, kannst du halt sehen, dass der Nebel magisch ist, aber du siehst draußen irgendwelche großen Wesen, die sich dort entlang schieben. 3 Meter groß oder lang. Aufrecht gehen, du hast irgendwelche Krallen gesehen und irgendwelche riesigen Zähne, aber dann war es schon wieder weg. Die Spalten, die ihr jetzt erzeugt habt, sind einfach zu eng und dein Odem nicht gut genug. Da draußen steht irgendwas und beobachtet euch. Draußen ist etwas riesengroß und ich denke, es hat Hunger. Ich glaube, wir sollten hier dran bleiben. In der Tat. Versucht wieder etwas zu schlafen. Wenn der Tass hier rein will, dann erfahren wir es durch das... durch das Holz. Ja. Legt eure Waffen nicht weg. Versuchen wir zu schlafen. Machen wir Zimmer besser, dann nicht Kettenrüstung an. Bin dabei. 3 Schritt, sagst du? Oh Gott. Mhm. Nur bei den Göttern. Derweil wird Univera einen Kreis mit ein bisschen Pulver ziehen und der dann groß genug ist, damit sie sich da alle reinlegen können. Das Ganze einsegnen. Ein Schutzsegen. Einige Worte sprechen in einer fremden Sprache. Klingt ein bisschen merkwürdig. Ihr wisst nicht genau, was das für eine Sprache ist. Barbarisch. Und... legt sich dann rein und versucht zu schlafen. Zumindest den Rest, den sie noch schlafen kann. Ich glaube, wir werden es hier gleich tun. In der Tat. Ronga hält noch seine Wache. Ich hoffe, Kasim geht jetzt nicht ausschlafen. Vor der Tür, die bisher noch nicht verbarrikadiert wird, wird einfach ein Stuhl gegen angelehnt, sodass beim ersten Versuch, wenn die Tür aufgedrückt wird, man zwar ein wenig aufgehalten wird, aber beim zweiten etwas kräftigen die Tür ohne Probleme aufgehen sollte, diese Sekunde noch zu erkaufen. Ja, genau. Kasim geht erst schlafen, wenn die eigentliche Wache zu Ende wäre. Ja, ihr könnt dann in der letzten Wachteil, könnt ihr dann Univera von Sashwick dann wecken, die dann sehr zerknirscht euch selber schlafen schickt und ihr könnt dann schlafen. Am nächsten Tag erwacht ihr und könnt sehen, wie Univera selber auch eingeschlafen ist. Gibt ein leises Schnarchen von ihr. Nichts ist passiert. Toll. Das nächste Mal sollten wir... solltet ihr mit ihr Wache halten? Oh, Ardo, ich sag dir, schlaf niemals im Kettenhemd.
Was meinst du, warum ich nur Leder trage? Ich wollte es einfach nicht ausziehen. Wenn wir gerufen werden und wir angegriffen werden, habe ich das lieber an als einen gemütlichen Schlaf. Ja. Aber euer Gnaden? Was? Ich bin wach. Ja, ich weiß. Wollen wir? Ja, ein neuer Morgen. Wir müssen immer noch aufbrechen. Parzifa wartet. Jetzt helft mir doch mit dem Rucksack. Ja, mach ich doch schon. Ja. Ihr könnt euch also dann von der Silberhütte verabschieden. Die Stühle lasst ihr einfach alle so stehen, wie sie sind, nur dass ihr die Tür freiräumt. Könnt dann Univera wieder beim Ankleiden helfen und brecht auf. Ich würde tatsächlich noch eine kleine Botschaft in der Hütte hinterlassen. Ja. So einen Zettel mit kurzer Beschreibung von dem, was hier passiert ist und dass man gefälligst aufpassen soll. Gut. Und nicht in den Nebel gehen. Bleibst du das nicht mit Blut an die Wand? Wie wollt ihr weiter? Ich nehme Zettel und Stift und Hämmer's an die Wand. Das ist einfacher. Ja, wir haben am letzten Tag noch die Spuren gefolgt. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir die nochmal aufgreifen können, oder? Nee. Wenn du... Wirf mal eine Fährtensuche-Probe. Die Blutspur der Torwalderin kannst du mittlerweile nicht mehr zurückfinden, nur dass dann auch irgendwann gab es keine Blutspuren mehr, sondern irgendwelche abgebrochenen Äste von der Rondrianerin. Aber du kannst natürlich eine neue Fährte versuchen aufzunehmen. Waldkundig zählt. Ich würde auch gerne nachschauen, ob sich vor der Hütte jetzt irgendwelche Spuren befinden, wenn Kasim sagt, dass da Sachen entlang liefen. Ja. Tau hat das gesagt, Kasim nicht. Kasim hat seinen Odem vergeigt. Ja. Direkt vor der Hütte gibt es nichts, gar nichts, aber Ronga und Ado können die Spuren von den Luchsen aufnehmen. Rotluchse. Die direkt vor euch standen. Den könntet ihr folgen. Hast du, Ronga, die Luchs haben irgendetwas damit zu tun? Ich weiß es nicht. Eigenartig waren sie schon. Und Luchse sind jetzt nicht unbedingt das Tier der Rondra, oder? Nein. Deswegen. Aber du meintest, hier soll eigentlich kein Tier existieren. Warum sind sie dann doch hier? Ich weiß es nicht. Was waren das auch für Gestalten, die wir gestern gesehen haben, Mark? Kann ich keine finden. Groß, mehrere Meter groß, Krallen. Keine Spuren. Und die einzigen frischen Spuren, die ich hier finde, sind die von den Luchsen. Wir könnten uns entscheiden, denen zu folgen. Gehen die in den weiter in den Berg hinauf? Ja. Oder in den ersten Berg? Ja. Dann lass uns weiter. Dann klingt das am sinnvollsten. Diese großen Gestalten. Ich fürchte, dass das, was formlos ist, keine Spuren hinterlassen kann. Lass uns den Luchsen folgen. Nach ungefähr einer Stunde, die ihr den Spuren gefolgt seid, könnt ihr auf eine verwesende Leiche treffen, die hier liegt. Hat wohl selbe Wappenbekleidung und selbe Verletzung. Was ist das für ein Wappen eigentlich? Das ist das Wappen des Zornes Ordens. Das heißt? Der Orden des Heiligen Zorns. Eine Splittergruppierung der Rondra-Kirche. Was machen die? Das müsste man Rondra-Stolz von Travienthal fragen. Das ist der Rondra-Geweihte, der sie zurzeit führt. Er sitzt in Rancara Liritena. Was waren sie eurer Meinung nach? Und sie verbreiten gerechten Zorn. Wenn ihr mich fragt, vielleicht etwas zu fanatisch. Das soll was heißen, so wie sie herumläuft. Also eure Bannstrahler. Nun, der Vergleich ist nicht passend, aber mit tumpen Ohren könnte man das so auffassen. So genauso energetisch. Sag das nicht laut. Vor allem nicht zu Ihnen. Das habe ich mir schon gedacht. Warum liegen hier gleich zwei von denen rum?
Diese Leiche scheint älter zu sein. Er fängt an bereits zu verfaulen, aber ich kann zumindest kein Tierfraß daran erkennen. Nochmal zurückzugehen in den Rankara Diretena, den Ordens, was auch immer, Meister zu fragen, ist wahrscheinlich Zeitverschwendung, oder? Wir sind hier, um Parzifa zu suchen, Bursche. Aber Tierfraß wäre auch ungewöhnlich, wenn Ronga sagt, dass hier keine Tiere vorhanden sind. Wobei, die Rotluchse, warum wurde sie von denen nicht angerührt? Weil Luchse friedliche Tiere sind, sie tun Menschen nicht. Aber eine Leiche? Lassen sie kein Aas? Ihr könnt leises Fiepen hören. Dann suche ich mal nach dem Fiep, nach der Fiepquelle. Ja, dieses Mal nicht Mara, sondern du findest nach kurzer Suche, ihr findet gemeinsam nach kurzer Suche, eine kleine Höhle, eine Wurfhöhle, wo ihr im Inneren viele kleine Luchskinder erblicken könnt. Oh, sind die niedlich. Und während du darunter starrst, kannst du sehen, wie da wohl eine Treppe runterführt. Das ist seltsam. Leute, schaut mal her. Hier ist eine Treppe und süße Luchsbabys. Aber auch eine Treppe. Ach, ein ganzer Wurf da. Mm. Hast du recht, schon niedlich. Treppe? Ja, schau da. Treppe jetzt in Luchsgröße oder Treppe in Menschengröße? Nicht in Zwergengröße, eher in Menschengröße, ja. Okay. Ich hatte Kasim nur so eine wühlt. Kleine. Ja. Kasim wühlt in der Tasche, scheint was zu überprüfen. Ich weiß nicht, ob sie uns interessieren sollten. Wir haben noch genug Proviant. Mara bleibt sitzen, wird auf Abstand bleiben, ungefähr 20 Meter, und nicht in die Richtung gehen, sondern weiter ängstlich da sitzen bleiben. Dann gehe ich mal zu ihr und frage sie, was sie denn so fühlt. Einfach nur Angst. Sie riecht dort die Luchse und hat, auch wenn sie klein sind, aber sie hat unglaubliche Angst vor diesen Wesen. Also Mara findet die Luchse suspekt. Ich finde, diese Treppe sieht interessant aus. Vielleicht sollten wir ihr mal folgen. Luchse, diese sind wirklich niedlich. Wollen wir nicht einen davon mitnehmen? Lass uns erstmal zum die Treppe wundert kümmern. Eher, dass die Elterntiere nicht hier sind. Ja, das wieso? Auch. Wieso wollt ihr einen von diesen Tieren mitnehmen? Warum denn nicht? Abbrechen. Es wäre nur eine zusätzliche Last auf unserer Mission. Auch diese noch kleinen, die passen in meinen Rucksack rein. Ja, sie sind klein und können sich auch deshalb nicht selbst verteidigen. Deswegen frage ich, wo das Muttertier ist. Ganz genau. Sind hier irgendwelche Spuren noch dergleichen? Von Luchsen ja. Und von Menschen. Menschenspuren. Veraltet aber vor kurzem Zeit. Also vielleicht eine Woche. Wir sollten uns echt mal diesen Tempel ansehen. Das kann ja nicht angehen. Oder diese Treppen ansehen. Und wenn wir da lang gehen, dann werden wir wohl auch hier lang zurückkommen. Also ja. Vielleicht nehme ich mir da noch einen Lux mit. Ich glaube nicht, dass Mara davon ein großer Fan ist. Aber was macht sie denn da hinten? Angst. Wie gesagt, das ist ihr Suspekt hier. Oder Treppe? Ja, anscheinend. Oder die Luchse. So genau kann ich das nicht verstehen. Nun, also gut. Ach. Dann begeben wir uns dort runter. Hm. Wir müssen etwas kriechen und dann. Das wird schon gehen. Ja. Helft mir gefälligst. Nehmt den Rucksack ab, damit komme ich nicht runter. Da gib mal her. Ja, so könnt ihr Univera helfen, den Rucksack abzunehmen und dann selber jeweils auf die Knie gehen, in diese Höhle reinkriechen und kurz bevor ihr dann in dem eigentlichen Luchsbau die Kinder stört, könnt ihr dann in die Treppe runtergleiten, die so aussieht, als wäre sie nicht reingehauen, sondern reingewachsen. Sie ist perfekt glatt. Von den Erzählungen meines guten Freundes Mindarion. Kommt mir das bekannt vor.
Ja, ist die Frage. Hast du elfische Zauber aktiviert? Hast du elfische Schriften oder Sprachen aktiviert? Sonst ich habe ein paar elfische Zauber, so Chamäleoni, Acceleratus, sowas in die Richtung, Amatrotz. Ja, wenn du die tatsächlich in Elfisch kannst, dann hast du eventuell auch mit Mendarion schon mal über sowas gesprochen. Sieht das so aus, als wäre es mit einem Metamorpho-Felsenform geschaffen worden? Ja. Die Gletscher-Variante kenne ich nämlich. Sehr gut sogar. Diese Höhle wurde mit Magie geschaffen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Ach wirklich? Ich dachte, das ist so glatt und so gut. Das wird Zwergenarbeit. Wird auf einen Dämon getippt. Oh, da gehen unsere Vermutungen ja weit auseinander. Also, Roman, es ist, es beginnt mich zu interessieren. Wir sollten da runtergehen. Bleibt euer Hund hier oben? Schaffe ich es irgendwie, Mara dazu zu bringen, mitzukommen? Nein, auf gar keinen Fall. Dann werde ich ihr zuflüstern oder ihr den Befehl geben, die ihr die Aufgabe geben, hier draußen zu bleiben, aufzupassen und sich gut zu verstecken. Sehr gut zu verstecken. Wie tut's? Dann werde ich mal die gezogene, mit gezogener Waffe die Treppe in Angriff nehmen. Sieht, wenn ihr die Treppe runtergeht, unglaublich alt aus. Aber es gibt keinen Staub, es gibt keine Spinnenweben, keine Grippe oder Kadaver von kleinen Tieren, nichts. Lange verlassen, aber die Luft ist alt, die Luft zeugt davon. Auch wenn hier ein stetiger Wind weht, vielleicht sogar ein magischer Wind wie Kasim einfallen könnte oder auch Tau. Und wenn ihr dann an den Treppen nach unten steigt, die Wände bestehen aus weißem Marmor, aber der Boden aus schwarzem Granit. Sieht ja harte Kanten, aber die wurden alle weich und glatt geschwungen und aus der Oberfläche erschaffen. Das ist so sehr kunstvoll. Es ist so sehr viel besser als all das, was die Zwerge jemals schaffen könnten. Und das soll was heißen, wenn sie denn seit 100 Jahren an ihren Steinmetzarbeiten sitzen, aber das ist einfach nur perfekt. Es gibt eine Wendeltreppe, die nach rechts und links runterführt und dann in einen. Je nachdem, ob ihr links oder rechts runter geht, steht ihr in einer Eingangshalle. Zumindest könnte so etwas sein.